Willkommen zurück in der Wüste, in einem stinkenden Laden, welcher sich Tankstelle schimpft. Irgendwelche Menschen sind hier und schimpfen sich Menschen. Warum beobachten? Was ist er? Warum leckst du die? Warum riechst du an deinen Fingern? Ist alles in Ordnung? Okay, naja, gut. Er hat ein paar meiner Produkte angefasst und hat jetzt irgendwie ein bisschen Schmellfinger, aber es macht nichts. Denn Schmellfinger Dansen, den kennt jeder. Der macht gute Lieder. Nee, der heißt anders, aber... You're amazing. Ja, ich weiß, dankeschön. Wir tanken jetzt erstmal hier die Buben und die Damen und die Diversen und jeder, der betankt werden will, kriegt natürlich Sprit. Wir lassen niemanden aus. Und dann überlegen wir mal ganz kurz, wie wir hier weiter agieren. Weil jetzt demnächst müssen wir auch mal wieder Zigaretten und so kaufen. Hier ist Staubi Staubsen und sein Staubfreund. Ah, die E-Mail. Immer diese E-Mail, ne? Es ist diese E-Mail. Viel Glück. Ah, das ist jetzt die Frage, ne? Weil ich sehe hier so frisch rumstreichen und so müssen wir eigentlich auch nichts mehr. Ne? Mehr Produkte. Mehr Produkte. Aber hier ist auch noch relativ gutes Zeug. Tante Betty hier, machen wir mal hier. Guck mal, jetzt können wir das auch mal ein bisschen leer pushen hier. Hier können wir nochmal die Chunky-O's, das kann alles hier rein. Ja, bei den Plushies, da sind wir natürlich, ne, Amelie, warte mal, Angestellte, alle Angestellten zahlen, so, Amelie hat jetzt noch ein paar Cent offen, das ist nicht so das Problem. Weil Amelie wird jetzt gleich müde sein. Lieferung, ich werde erstmal Autoteile bestellen, oder? Obwohl. Kaufen wir mal nur drei. So. Bestellen wir das mal. Und dann stellen wir noch ein paar Produkte. Mal hier, da, das ist im Angebot, das ist im Angebot, die beiden sind im Angebot, Alkohol ist im Angebot. So, Zigaretten haben wir hier und da. Eiscreme haben wir da und da. Autopflege, Sponge und Reifencleaner. Vielleicht mal hier noch ein Kreuzworträtsel mitnehmen und einfach some News. Ein Cowboy-Hut, ein Dings-Hut. Ich schau mal, was denn übrig bleibt, ne? Worker-Hut. Brillen. Ja, bei Brillen bin ich immer Teddybär. So ein bisschen halt, ne? Ein bisschen Kram. Air-Toy, Warm-Toy. So, schauen wir mal. Was hätten wir da jetzt an Ausgaben? Ja, das passt auch. Das passt auch. So, Maria ist bezahlt, oder? Maria, komm mal knechten. Maria, komm mal knechten. Geh mal an die Kasse. Warum bist du so blass? Ach ja. So, da kommen die Autoteile. Maria, lass dich nicht überfahren, ne? Weißt du, du bist da manchmal ein bisschen trottelig, will ich ja nicht sagen, ne? Aber Straße überqueren, das ist fürs Huhn auch nicht leicht. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Autoteile auf Ersatz, auf Bruderschaft mäßig. Hau ab, that'll do. Fahr zu, Junge. Fahr. So, jetzt der andere ist da noch unterwegs. Pass auf, wir bocken den jetzt erstmal auf hier. Der wird jetzt kurz aufgebockt, damit er nicht abhaut. Alter, ey, aber massiver, ne? So, Reparatur. Warum kommt der da hinten nicht durch? Was ist denn da schon wieder los? Komm mal ran hier, Liefermann. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Das ganze Geld gesammelt hast, kann ich einfach 5000 Kredit nehmen bei Onkel und das...
Hey, als ob ich so viel bestellt hätte. So, und ab dafür. Los, los. Hey, der klemmt. Der klemmt doch hier. Hau ab. So, jetzt den Werkstatt-Dude mal kurz hier zufriedenstellen. Jetzt hätte ich fast befriedigend gesagt. Das wäre natürlich wieder... So, was kann ich für dich tun? Machen wir erstmal auf. Hier ein bisschen Oil. Gut, dass ich Oil geholt habe. Batterie? Auch? Okay. Batterie. Werkstatt bringt mit echt die Kohle rein, ne? Ist halt einfach so. Gut, und Kasse halt, ne? Kasse ist ja immer so Kleinkram nebenbei. Nice, oder? Finde ich auch. So, place all. Hier können wir auch mal alle placen. Hier kannst du auch mal alle placen. Ich habe ja von allem was in der Tasche irgendwie. Dann füllt sich das hier langsam so. Was können wir für dich tun? Spiegel? Haben wir hier noch Spiegel? So, weg damit. Oh, die Kraftstoffkunden, die hauen mir natürlich jetzt dann auch langsam ab, ne? Da habe ich jetzt gar nicht dran geachtet, drauf geachtet. So. Oh, wir müssen noch jemanden zur Reinigung gleich rufen. Noch ein Spiegel. Das wird ja immer schlimmer hier. Es wird ja immer schlimmer. Slimmer. So, boah, Alter, der braucht ja hier auch das volle Programm, hä? Ja, mindestens $300, die der mir jetzt schuldet gleich. Was will der noch? Öl? Haben wir noch Öl? Oh! Schade, das wäre natürlich jetzt geil, wenn das Öl Angestellte, hier bezahlen wir mal eben Hickory, Aufgabenliste, reinigen bitte. Hickory ist der Reinigungspro. Ich sag jetzt, ist keiner mehr hier. Mist, ey. Ist nämlich keiner mehr da. So, mal eben schnell hier durchgefegt. Achso, Hickory nimmt's mit, oder was? Nimmst du den Müll mit? Ja. Okay, Plushies mal alle placen. So, Haufen Donuts reinfüllen. Bum bum, bum bum bum. So. Bum bum bum. Es wird einfach nicht besser, ne? Spielzeug, alles rein. Zeug. Hier Car-Cleaning-Zeug haben wir auch noch viel. Das Regal hier. Alkohol ist leer gekauft, hä? Hüte. Meine Hüte, sind das Hüte, hä? So. Einiges an Spritkunden durchgegangen. Einiges aus, du mir. Ich habe schon überlegt, um das Ganze nicht unnötig zu strecken, weil es mir jetzt dann auch schon langsam ein bisschen, ja, overstretched vorkommt einfach, ne? Dass wir dann halt mal gucken,
Wollte ich noch mal eben schauen hier nach Dings. Wir könnten natürlich noch bei Dekoration Außenbereich. Ah, ne, das sind Dekos, ne? Dazu gehört nicht. Warte mal. Einrichtung, sonstige. Hier den Parkplatz noch mal kaufen. Mehr Toiletten. So, Toilette ist auch Maximumstufe. Das hier geht nicht. Auch nicht. Okay, siehst du, jetzt haben wir hier nämlich mal investiert. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal soweit. Werkstatt. Wer könnte eigentlich mal in der Werkstatt für mich arbeiten hier? Machen wir mal. Angestellte. Amelie. Amelie, mach mal. Kann die denn gut Autos reparieren? Ja, bestimmt. Amelie kriegt es hin. Amelie kriegt es hin. Habe ich noch Öl? Irgendwas in der Tasche? Spiegel. Hat es zu lange gedauert? Hat es zu lange gedauert? Naja. So. Dann haben wir nämlich gar nicht mehr so viel zu tun hier im Moment. Müssen halt jetzt so damit leben, dass jetzt natürlich dann viel Kram passiert. Jetzt müssen wir erstmal wieder auf Sprit sparen. Na gut, wir haben noch 200 Liter, aber... Wir alle wissen, wie schnell das hier durchgeht. Wir alle wissen, wie schnell das hier durchflutschen kann. Und der Intervall ist hoch. Der Intervall ist hoch. Wohl Lieferung. Wir bestellen mehr Produkte. Davon habe ich bestellt. Vielleicht ein paar Ballies. Autopflegezeitung haben wir genug. Hüte. Ja, Hüte ist immer so ein Ding. Ne? Bei Hüte. So. Warum muss ich davon so viele im Laden haben, aber die Leute wollen halt Hüte haben. Ne, Gebäck, Spielzeuge hier. Was sagt der Preis? Einfach mal bestellen. Vollere Regale sind halt voller und cooler. Super die Duper, oder? Das ist gut. Thanks. Kling, kling, kling. Hier fliegen die Dollar. Hier fliegen die Dollar. Gut, Amelie, solange sie nicht knechten muss, auch nicht so teuer anscheinend. Lieferung ist unterwegs. Und die Frage bei Fuel. Oh, 1,50 nur. $300, $600, $900. Bestellen wir uns noch mal was vom goldenen Saft für 1,50, damit wir auch mal richtig Marge machen. Marge, Marge, Marge. Ich kratz mir an der Nase. Bin der Osterhase. Hab eine schwere Phase. Du
kleine crazy sexy cool Deliveries. Raus. Good job, oder? Mhm. Danke, Kanner. Wie sieht's hier aus? Hm, hier fehlen Teile. Hier fehlen Teile, Freunde. Kleine geile Teile. So. Kraftstoff reinfüllen. Kann halt nicht noch mehr Regale kaufen, ne? Es ist, bringt ja auch nichts. Also es bringt, dass die Leute halt mehr Kram kaufen, so, aber... Noch mehr Kram? No product? No product? Alkohol? Habe ich keinen Alkohol gekauft? Okay. Jetzt an. Limo auch bald alle hier. Zeitungen. Draußen wird viel abgehupt, warum auch immer. Nehmen wir mal Sponges mit rein. Kraftstoff. Kasse läuft voll, warum? Warum läuft die Kasse voll? Ach, ist keiner da. Dann machen wir die Kasse kurz mal selbst, ausnahmsweise. Kann ja nicht angehen, dass wir hier... Läuft ja voll hier der Laden. Ja, ne? Spart man sich sogar. Moment, bist du nicht meine Reinigungskraft? Die anderen haben es viel leichter. Die können einfach hier so reinscannen mit ihrem Handscanner. Great, oder? Dachte ich mir nämlich auch. Schön sauber putzen. Ich wollte gerade sagen, wer kauft Spielzeug an der Tanke, aber wenn wir längere Reisen machen mit meiner Tochter, so ein Spielzeugauto für einen Fünfer oder sowas geht immer klar. Das geht klar. Weil ich so eine nice Community habe, ist es natürlich dann... Ansonsten ging es nicht klar, aber... Ne, wenn da mal wieder einer irgendwie einen 15er raushaut, dann ist es nach den Steuern noch ein kleines Spielzeugauto. Oh Mann, ey, Kunde an Kasse, tanken kann ich auch nicht, wir brauchen neue Mitarbeiter. Vor allen Dingen, weil die so viel Kram haben hier. Super, Augenblick, Leute, ich muss mal ganz kurz bei Angestellten gucken. Wohnwagen. Hoffen wir noch eins, ne? So, Wohnmobile, besetzte Wohnwagen 3 von 5. Samuel, kann er gut Kasse einstellen? Sehr gut. So, Angestellte Samuel, Aufgabenliste, Kasse. So, und ansonsten
Kraftstoff. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid. Jetzt ist hier Chaos angesagt, Leute. Chaos ist angesagt. So, ich hoffe, das geht dann hier jetzt ein bisschen schneller. Kassenkunden ist natürlich immer so ein Ding. Amelie braucht Teile, ne? Bringt mir ja nichts, wenn Amelie keine Teile hat hier. Amelie soll Geld machen, also muss Amelie Teile haben. Obwohl, Kratzer entfernen habe ich genug. Weg damit, brauche ich nicht. Spiegel. Ich kann eigentlich nie genug haben von irgendwelchen Sachen. 3, 4, 5, 6, 7. Kaufen wir mal 8 Reifen. Scratch Remover habe ich, glaube ich, wirklich noch genug. Hiervon 4, 4, 4. Da kann ich schaden. Und Coolant ist gerade eben Angebot. So. Dann bestellen wir den Kram mal. Was ist denn hier? Gab es hier nicht deine Kreuzfahrtzeitung oder was du gerne hättest? Die Bohem Daily kann ich eh nicht kaufen. Boah, davon haben wir auch noch genug. So, mal eben nochmal selber hier durchfegen wieder. Alkohol wird immer schnell vergriffen. Gestrichen habe ich auch schon lange nicht mehr. Es wird immer gammeliger hier, aber hey. Was soll's. Jetzt haben wir wenigstens relativ günstig Sprit eingekauft. Ja, vielleicht werden wir beim nächsten Mal so einen kleinen Time Warp machen, dass ich halt einfach jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, wenn ich abends dann nach dem Stream nochmal eine Stunde habe. Mal gucken, zeitlich ist halt, wie gesagt, bei Kreis sowieso immer. Das könnten sie ruhig patchen, dass sie einfach sitzen bleiben. Das wäre viel, ja, that'll do. Das wäre viel intelligenter, ne, wenn die einfach sitzen bleiben würden. Wenn dieses Aussteigen so, das bringt doch nichts. So. Batterien hier. Bisschen Flüssigkeit da rein. Flüssigkeit. Hier noch ein bisschen Öl. Auf beiden Seiten mal so ein bisschen. Hier ein bisschen was. Keine Produkte. Hier. Sparkplugs. Hier. Place all. Okay, läuft. Läuft, 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 läuft. Ich habe das Gefühl, die Kasse ist eh relativ gut besucht. Ich wüsste nicht, weiß ich nicht, kann man mit Basketball und so noch Geld verdienen nebenbei? Das ist auch so eine... Hätten natürlich jetzt das, was wir eigentlich jetzt investiert haben, hätten wir auch wieder sparen können. Naja, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich speichere hier an dieser Stelle und wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal hier. Gas Station Simulator, macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.